Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute geht es um ein kleines Besonderes. Ja. Ich werde nicht bauen, sondern nur Klemmi. Ja, dann würde ich doch mal sagen, verrat uns den Anlass, lass uns nicht dumm sterben. Genau, ich habe was gewonnen, beziehungsweise wir haben was gewonnen. Ich habe nicht mitgemacht, ich habe nicht gewonnen. Lasst euch von dem nicht anlügen. Und zwar Daniel von Klemmbausteinenreise hat einen 12-Stunden-Stream gemacht und hat in der finalen Stunde was verlost. Wurden Preise auch von anderen YouTubern hingegeben. Und ich habe einen dritten Platz gewonnen mit meiner Schätzung und habe das hier gewonnen. Ein Brickhead von Star Wars. Das ist Ray. Und zwar gesponsert von Bubricks. Ein netter neuer YouTuber. Knapp 200 Abonnenten aktuell. Hat eine eigene Stadt aufgebaut. Mal gucken, können wir vielleicht abscannen. Ansonsten verlinke ich es auch nochmal unten drunter. Auch ganz netter Typ. Hab mich schon mit ihm unterhalten. Ja, und ich habe gedacht, jetzt wo es heute ankam, muss natürlich auch gleich aufgebaut werden. Dann bitte ich mal den Aufschneider aufzuschneiden. Aber hallo. So, da haben wir dann wieder hier diesen berühmten Eindrückgriff, den ich schon mal benutzen musste. Ja. So, dann wollen wir das Ding mal vorsichtig öffnen, weil das kommt dann später in die Vitrine. Das wird nicht verkauft, nicht verschenkt, weil das ist ein Gewinn. Das ist im Endeffekt was Persönliches. Ich hatte Wubricks noch dazu geschrieben, dass er bitte unterschreiben soll, hat er nicht gemacht. Dann bauen wir es halt auf. Ja. So. Gleich haben wir es gelöst. Auch den Kanal von Klemmbausteinreise werde ich euch unten verlinken. Da habe ich es ja schließlich gewonnen. Na, hat es. Zier dich nicht. Was ist hier los? Na komm. Gib Pfötchen. Das Pfötchen öffnen geben. Kann sich nur um Tage handeln. Ja, wenn ihr Weihnachten nichts vorhabt. Einfach zusehen. Dann geht die Zeit rum, braucht er keine Geschenke kaufen, auch keine auspacken. Ich werde ihm das sogar fachgerecht nach Lego-Art hinwerfen. So, Wille. Zwei Tüten, eine kleine Platte. Die Bauanleitung ist auch dabei. Die Tüte musst du aufschneiden. Ja. Auch Verwischungen drin in den Dings. Mit meiner neuen Schere. Danke, Nobby. Genau. Ja, also, Nobby, der Schere. Also der Bogen sieht nicht toll aus. Nee, das geht besser. Was ist das von Lego, ne? Ja. Mal schauen, ob das besser geht. Ja, das geht besser. Die eine ist okay und die andere hat Verwerfungen drin vom Allerfeinsten. Ja, das ist halt Dänenqualität. So, fangen wir doch einfach mal an. Ui, ein Druck. Ja, mehrere Drucker. Serie 2. Ja, hallo, wie willst du denn das auch sonst hinmachen? Kannst du ja den schlechten Tempo um Kadaver wickeln. Na, was suchen wir? Was fehlt schon wieder? Mach keinen Stress. Wenn man eine helle hat und sucht einen dunkel. So, das Video geht am 3. an. Der Moint
Ja gut, das habt ihr dann ja schon gesehen, was der Moin On ist. Das muss ich ja nicht groß erklären. Aber ich sag's trotzdem, es gehen die Bluebricks-Besuche bei unserer, na, sagen wir mal, Shopping-Tour gehen on. Die Lego-Dinger haben wir ja schon. Ja, und dann dürfte bis auf einen einzigen Film, ne, alles... Also, wenn ihr das gesehen habt, habt ihr schon einen Bluebricks-Film online und der andere geht am nächsten Tag online. Ja, und dann ist die Shopping-Tour zu Ende, ne? Oder fehlt da noch was? Was war Darmstadt. Mit Darmstadt, ne? Bluebricks Darmstadt, ja, da gibt es nur kurze Sortiererei und das bisschen Gebabbel, keine Bilder oder sowas, weil das haben wir ja schon oft genug gemacht. Ja. Und ja, Leute waren genauso häufig und freundlich wie sonst auch. Ach, jetzt hast du schon verraten. Menno, das habe ich gespoilert. Ja. Gut, ich nehme es zurück, ihr habt es nicht gehört. Nein, kannst betteln und bitteln so viel wie du willst. Ich schneide es nicht raus. Ach, Menno. So, aber wir basteln hier erst ein paar schicke Farben rein. Weil irgendwo... muss sowas ja wohl passen. Ist der Hammer. So, das kommt jetzt hier auf den Rücken. Das ist der Rücken. Wenn du es voller Teil suchst. Das sind genau die gleichen Prints, also man kann es nicht verwechseln. Ja, jedenfalls haben wir unterwegs sehr viel Zeug gekauft. Das muss alles aufgebaut werden. Wir freuen uns schon aufs Aufbauen und oh, ja. Aufklemmen. Und dann noch nebenbei viel, viel Arbeit. Ja, heute der Barantron. Ja, wir wollen schon mal Panzersperren hier vor die Theke bauen. Nee, wir sind da nicht am Dings. Nein, nein. Meckern tun wir auf keinen Fall. Das ist ja gut. Wir wollen ja, dass Arbeit da ist. Ja, dann können wir nämlich Sets kaufen, euch zeigen. Genau. Spaß haben mit euch. Richtig. Ja. Da haben wir noch einiges. So, das haben wir schon. Und dann unsere Waschmaschine rennt und rennt und rennt. Ja. Denn wir haben diese 17 Kilo bekommen und die werden erst gewaschen, bevor wir damit rumhantieren. Ich meine, ich mute niemanden irgendetwas zu, aber man kann nie wissen bei Kindern, ja, wo war das Teil jemals gewesen? Außerdem bin ich jemand, der darauf Wert legt, dass alles schön sauber ist. Es muss sauber und ordentlich sein. Ja. Nicht steril wie im Krankenhaus. Sauber, ordentlich, aufgeräumt. Alles andere. Nee, muss man nicht haben. Oh, geht ja flott von der Hand. Ja. Man kann schnell hochziehen. Dann kommen die kleinen Teile davon, das ist normal. So, vorne einer hinten. Ja, ich betone es immer wieder, wenn ihr jemanden ein Gefälligkeitsabo gebt, ihr müsst einen Film anschauen, sonst ist das nach ein paar Tagen, wird das wieder runtergerechnet. Dann wird das der Abo entfernt. Ja. Mich mal wieder verklemmt. Schlimm mit dem, schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja. Wie kann man nur? Ja.
Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Unsere Zuschauer, das sind, ich sag so wie es ist, Marken für sich selber. Ja. Ich mag sie. Ich auch. Alle. Ja. Auch die, die einen Daumen runter machen und die Videos gar nicht gucken. Habt euren Spaß damit. Ja. Können auch ein paar hundert von gebrauchen. Ja, warum auch nicht? So, Gesicht. Ja, im Moment haben wir ein paar Rachefeldzüge gestartet. Mal sehen, was sie sagen. Die Rache von LB. Ja, die ist fürchterlich. Ja, ich weiß, es ist noch sehr, sehr weit hin bis zur nächsten Verlosung. Trotzdem haben wir heute schon mal ein bisschen rumtelefoniert. Einige Sachen in Augenschein genommen. Und ja, in ein, zwei Monaten wird sich ja einiges tun. Da bin ich mal gespannt. Echt? Ich habe mir mal fest vorgenommen, mal wieder durchzuwischen. Um Gottes Willen. Au. Wir haben pflegeleichten Fußboden. Aber trotzdem muss auch mal sauber gemacht werden. Ich weiß aber, was du damit gemeint hast. Ja. Mal sehen, wenn wir unser Außenlager da irgendwie ein bisschen... Ja. Nicht entrümpelt, sondern geleert haben. Dann könnte es sein, dass wir da ein anständiges Studio reinmachen. Mit allem drum und dran, was das Herz begehrt. Das ist so das Hauptziel. Ich denke mal, Januar, Februar wird es eventuell was werden. Da ist nämlich jede Menge von unserer Modelleisenbahn und so weiter ist da drin. Und da wollen wir mal ein bisschen was bei eBay reinsetzen. Oh, so ein paar Kisten. Ja. So 6 bis 7 Kubikmeter. Okay, darunter ist es auch. Und wenn dann da Platz ist, dann wird umgeräumt. Denn, ja, ich habe schon Zeug mit nach Hause genommen zum Lagern. Er noch nicht. Clemmy noch nicht. Er kriegt auch noch mal die Bude vollgestellt. Na? So, das noch mal Käse-Ecken. Hat im Licht gespiegelt. Ist das die Frisur hinten? Sollte es sich nur um Tage handeln? Ja, dann wird es weitergehen mit dem Sheriff's Office. Da hat jemand gesagt, dass das Schild Sheriff oben auf die Mauer soll. Kann ich mich mit anfreunden? Und dann mal gucken, dass wir mal so ein, zwei Schaukelstühle hingebastelt bekommen. Das Einzige ist eben halt unten die, ja, sagen wir mal, die Schaukelei. Aber das werden wir schon irgendwie kriegen. Da hat uns auch einer einen Tipp gegeben, was wir dafür nehmen sollen. Werden wir mal ausprobieren. Ja, wir haben uns jetzt auch bei Bricklink umgeguckt. Und zwar... nach einmal eins Fliesen round bedruckt. Die gibt es nämlich mit so Holzmustern. Das sieht dann aus wie so ein Abschnitt von einem Baum.
werden auch viele Leute machen die Dinger, um so einen kleinen Tisch rauszumachen und so weiter. Und wenn man die dann hier auf eine 1x1 normal round setzt, dann sieht das aus, als wäre das ein Baumstumpf. Wir haben uns da mal umgeguckt, also 14 Cent bezahle ich für ein so ein Ding nicht. Ich habe nichts an der Murmel. Das ist pervers, was die da für Preise nehmen. Die gibt es auch ein bisschen billiger, aber dann haben die Leute 2-3 Stück auf Lager. Ja, dann kannst du nicht kaufen, weil sie natürlich eine Mindestabnahmemenge haben. Weil sich sonst der Aufwand einfach nicht lohnt. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich da mal scharf machen kann. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, weil die gibt es im normalen Shop überhaupt nicht und so. Und Bluebricks hat, soweit ich weiß, überhaupt keine bedruckten, ne? Ich habe noch keine bedruckten gesehen bei denen. So, das haben wir auch schon abgearbeitet. Das wären so Dinger hier. Ja, man könnte damit Geld verdienen. Das richtig, wär aber ja das, das wäre doof. Geld verdienen ist doof. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wirklich manche Leute so denken, nee, ich will da kein Geld. Oh, um Gottes Willen. Das ist eine Marktlücke. Nö, das mache ich nicht. So. Mit diesen Spezialteilen könntest du richtig Kohle machen. Laserschwert, blasenfrei. Was liest denn das Schwert? Die so, Tageszeitung. Das ist auch über. Und dann schauen wir mal. Ist nicht wahr, oder? Und wird so gespart bei Lego jetzt mittlerweile. Wieso? Dass wir noch nicht mal die zwei schwarzen, die links und rechts haben. Nee, oder? Da kommen keine hin. Es ist einfach so. Keine Fliesen links und rechts neben der Figur. So, mach doch mal ein bisschen Licht. Ich will mir die auch mal angucken. Dafür nehme ich meine Brille ab, weil ich bin kurzsichtig. Im nahen Bereich sehe ich alles. Ja, Angusspunkte. Ja, logisch, das sind so hier ein bisschen Staub vom Papier. Ja, das ist vom Aufschneiden. Vier Teile, die als Ersatz da sind. Ein Auge, eine Käseecke. Ja, und auf die Hand kommt auch keine Fliese oder was, oder sollen das Knöchel sein? Keine Wieso Ahnung. Hat die zwei, ich habe vier? Ach, zwei hat sie auf der anderen Seite, sollen wir zusammenlegen? Es darf auch mal eine Noppe zu sehen sein. Ich weiß, warum ich die nicht mag. Ich finde die aus von Dekool zum Beispiel, finde ich die schöner. Viel schöner. Die sind viel detaillierter und so weiter. Das Gesicht bei den Dingern ist wirklich komplett viereckig. Ja, papp dir mal deine Schnapp. Ja, und dann, du hast zusammengebaut, also bitte fazitiere. So. Da haben wir die Figur. Stech halten. So. Ja, jetzt sieht man es viel besser. Wenn du ein bisschen näher rangehst, fokussiert er auch. Seite hinten, die Frisur ist ganz gut gemacht. Flacht aber von oben zu sehr ab. Kein Mund da, nichts. Nur Augen. Wird nur noch intravenös gegessen. Und unten diese Brickhead-Plakette, zweite Säbel. So, und jetzt würde mich mal interessieren, was so ein Ding normal kostet. Das ist ein Geschenk, deswegen haben wir von Anfang an keinen Preis gesagt. Aber mich würde jetzt interessieren, was das Teil kostet. Das müsste ich mal ganz kurz nachschlagen. Ja, ich halte die Leute so lange hin, bastel ein bisschen an deiner Schere rum. So, und die Anleitung war okay? Ja, die war super. Okay. Einfach wie immer. Das ist gut. Ein 10-Plus-Set. Ja, musst du zu 10 bauen.
hallo. Ja, gut, okay. Mal gucken. 4-5 Jahre der Verschluckungsgefahr und so weiter. Verstehe ich voll und ganz. UVP 9,99 €. Wem das gefällt, wir haben unten unter dem Video haben wir ein paar Links. Falls man auch was hinten muss, lieferbar sind, weil. Ist schon ein bisschen älter, ne? Ist schon ein bisschen älter, ja. Bekommt einen Ehrenplatz. Ja. Danke nochmal. Freut mich, sowas bekommen zu haben. Gewonnen zu haben. Ja. Und er hat es ordentlich zugeschickt. Fand ich schön. Ja. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Ja. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht habt. Die Glocke ist dafür da, dass da noch, ja, wenn was Neues ist, wird es sofort informiert. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Das geht morgen als zweites rein. Erzählt uns mal, was ihr von den Figuren haltet, von den Brickheads, von Lego. Ich meine, es gibt einige, die haben uns schon gesagt, dass sie die Dinger sammeln. Wahrscheinlich in der Verpackung, in verschlossen, der Verpackung, original irgendwo verpackt. Im Schrank. Schön gestapelt. Ja. Aber aufgebaut wird sich wahrscheinlich kaum einer hinstellen. Doch, wir. Der bleibt aufgebaut. Der bleibt aufgebaut da stehen, das kommt dazu. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir verabschieden uns mit baut auch schöne Sachen. Ja. Gewinnt auch mal was. Dazu müssen wir aber allerdings erst noch auf die 666 kommen. Ja. Ja, nicht nur bei uns, gibt auch andere Sachen, wo man was gewinnen kann. Ja. 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 Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Video. Tschöne. Tschüss.